Ja, Musik hat für mich eine tiefe Bedeutung, obwohl ich mir Melodien sehr schwer merken kann. Ich glaube auch, dass ich eher unmusikalisch bin. Und dennoch ist es so, dass Lieder, dass Melodien für mich Gefühle bringen und tragen können. Zum Beispiel sehr weit zurück in meine Kindheit sehe ich, habe ich Melodien in mir, die mit der Liturgie zusammenhängen, zum Beispiel die Präfation, wie das beginnt, dieser Wechselgesang, das hat mein Ohr von Anfang an geprägt und in gewisser Hinsicht ist dies schon auch so etwas wie mein Lebenslied geworden. Ja, und dann war es eher, wann Lieder, ja, als Jugendlicher, die ich gehört habe, so diese Schlager hat man damals gesagt, und wenn ich die heute höre, dann bewegt mich das schon. Bewegt mich nicht so sehr, weil mir die Musik so gefällt, sondern weil diese Musik mich erinnert. Erinnert an diese Zeit, in der ich halt Jugendlicher war. Und sehr viel später ist Musik für mich ein wesentlicher Träger von Gefühlen, von Erinnerungen geworden durch die Oper. Zum Beispiel, ich denke da an Nessun Dorma von Turandot. Diese Oper, diese Arie hat mich immer sehr bewegt, weil ich diese Musik gehört habe in einer Zeit, wo ich eine Frau begleitet habe, die ein schweres Schicksal erlitten hat damals. Und irgendwie ist diese Melodie und dieser schöne Text mit diesem Leid, mit dem Leid der Menschen eng verbunden. Und ja, vielleicht auch noch von Messieurs, die Franziskusoper, wenn der Engel singt zu Franziskus, der tiefe Not erlebt, der Einsamkeit, auch Gottverlassenheit. Und der Engel ruft ihm zu, Franziskus, Gott ist größer. Diese Musik, ich könnte sie nicht singen, aber sie ist da und dieses Gefühl, diese Dramatik, die spüre ich sehr deutlich. Und wenn ich diese Musik höre, bin ich in diesem Geschehen irgendwie selber drinnen.